Guten Morgen, liebe Sorgen. Es gibt nur eine minimale, ganz, ganz kleine Veränderung auf dem Parkplatz vom EMAG. Aber weil ich weiß, dass sich vielleicht ein paar ehemalige Schüler an diesen Videos erfreuen und das auch ein Anlass sein könnte, sich eventuell mal darüber Gedanken zu machen, dem Förderverein für das EMAG beizutreten, zeige ich euch hier mal was ganz Neues. Die ganz, ganz alten Schüler werden sich vielleicht noch daran erinnern können, dass das hier mal so ein Schotterplatz gewesen ist. Erst mit dem Abi 99 wurde der Platz mal gepflastert, mehr oder weniger gut. Darüber kann man sich natürlich streiten, weil immer wieder Leute sagen, die Steine würden klappern. Aber was viele Leute kennen, das ist hier diese Holzeinrahmung, Umrahmung des Parkplatzes, damit er nicht querbeet gebrettert wird, wie die großen. Und diese Planken, von denen man angenommen hat, dass sie ewig halten, sind dann doch mit der Zeit ein bisschen morsch geworden. Und da kann man auch schon etwas entdecken, die Neuigkeit, die Nachricht. Hier wurde nämlich eine verfaulte Planke ausgewechselt und da ist jetzt wieder, weil die werden ja auch als Sitzgelegenheit von den Schülern verwendet, eine ganz passable, schöne neue Eingrenzung des Parkplatzes. Die anderen sind nicht angetastet worden. Das sieht man hier einmal bei dem Rundumblick, weil wir das ja natürlich auch noch ganz kurz zeigen möchten. Auch im Hinblick darauf, wer sich damit jetzt beschäftigt, mit dem Förderverein des EMAG, in absehbarer Zeit braucht man hier neue Stöckchen. Ne? Könnt ihr jetzt schon sehen. Und da wäre es ja vielleicht mal ganz angebracht, wenn man sich da Gedanken macht, ob man sich da engagieren möchte. Hier sehen wir mal ein bisschen, wie die festgemacht worden sind. Kleine Unterlegscheibe, eine Mutter und dann von der anderen Seite kann man hier auch sehen, wie breit die sind. Da kann man also schön drauf balancieren und sich voll lang machen. Das ist mir früher mal so ein bisschen passiert, wenn man hier getobt hat. Vorne einfach nur so eine Kopfschraube. Und auf der anderen Seite sehen wir mal im Vergleich die alte Befestigung. Na, in dem verchromten kann man sich sogar spiegeln. Und wenn man hier drüber geht, dann sieht man schon, okay, hier wird irgendwann auch eine neue Planke fällig. Hat man die Piraten nicht über die Planke geschickt, irgendwie so, wenn sie unartig gewesen sind? Hier sieht man auch, ganz simpel, easy, mit einer Mutter befestigt. Yo, ein Brett vorm EMAG. Da werden in absehbarer Zeit noch weitere dazukommen müssen. Ich finde es gut, dass es instand gesetzt worden ist, weil man hat es doch eine gewisse Zeit brach umliegen sehen und hat sich gefragt, geht das hier jetzt alles irgendwie so ein bisschen in den Bach runter oder nicht? Sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus, aber man sieht, in der Zukunft ist weiteres Engagement gefordert.